Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Sinking City. In der letzten Folge haben wir die Red Sky zum Die Red Queen zum Schluss gesucht. Ich habe hier alles abgesucht und ich habe nichts gefunden. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mal hier den Weg nochmal ab. Ich schaue mir nochmal. Ich meine, das muss ja auch ein Schiff sein. Das kann wie. Das waren ja vorher Straßen vor der Überschwemmung. Wie kann denn das. Das stand in der Nähe der Irrenanstalt. Dies hier. Das kann natürlich. Ist das hier. Das ist doch ein Schiff hier. Das ist doch da. Holy shit. Alles klar. Gut, dann fahren wir nochmal zurück, liebe Freunde, und gucken uns da nochmal um. Es tut mir leid, Freunde. Ist mir aber jetzt erst aufgefallen, wirklich, ich meine, es ist ja ein Schiff. Es kann ja nicht hier sein, weil das war ja erst nach der Überschwemmung hier alles voller Wasser. Und das fette Schiff würde ja auch gar nicht lang passen. So, dann schauen wir mal. Müsste ich eigentlich theoretisch nur hier hochlatschen? Guck mal einer an. Kann ich hier vielleicht rüber? Jawohl. Da steht's doch, die Red Queen. Alter, was ist denn hier schon wieder abgegangen? Boah. Es war ja sowas von klar. Es war, oh mein Gott, wie viel sind denn das? Alter! Leute, seht ihr das nicht? Alter. Okay, ich kann mir noch eine. Hey, ich hatte doch Alkohol eingesammelt. Ich kann versuchen, von der. Die Kleinviecher kann ich ja. Guck mal, ihn muss ich auf den Rücken ballern. Guck mal. Dreh dich mal ein bisschen, Junge. Boah, Alter, jetzt ist die Psyche. Oh mein Gott, die Psyche ist jetzt richtig im Arsch. Eieiei. Komm, beruhige dich, Junge. Haben Sie ein Problem? Haben Sie ein Problem? Ja, guck dich doch mal um. Hinter der Mauer, Alter. Boah, was hängt denn da? Sind das. Haben die sich erhangen? Wurden die erhangen? So. Jetzt kletter ich hier rauf. Mal gucken. Ich muss den in den Rücken schießen. Okay, den haben wir. Oh, da kommt ein Dicker. Alter, da kommt ein Dicker, den. Da reicht aber. Oh, ich habe auch nicht mehr vier Schuss, ne? Oh. So wenig Muni nur noch. What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Hä? Ist der eigentlich dumm? Und was fliegt da hinten? Also ich glaube, es hat keinen Sinn, die Viecher abzuballern. Ich habe eh zu wenig Muni. Ich würde sagen, wir rushen einfach durch, oder? Und jetzt läuft er da einfach lang. Kleiner Mongo, ey. Okay. Let's go. Ich habe eh keinen. Naja. Leck mich am Arsch. Ah, ich stecke fest. Geht's da hoch? Nein, da geht's nicht hoch. Oh, sind das viele Kackviecher, ey. Alter. Also auf die Red Queen direkt komme ich eh nicht rauf. Ich nehme mal jetzt hier alles raus. Da ist das Logbuch aber nicht mit dabei.
Cool. Ich komme hier nicht mal an... Ich komme da nicht an Land. What the fuck? Warum? Hä? Das Spiel, ey. Holy shit. Ist scheißegal, ob ich hier schleiche, die Fliegen. Ja, natürlich. Natürlich! Hier. Logbuch der Red Queen. Meine Männer planen eine Meuterei. Wenn ich an ihnen vorbeigehe, stecken sie ihre Köpfe zusammen. Ich werde nur noch mit Pistole schlafen. Der Koch erzählte mir von den Dingen, die meine Männer im Nebel gesehen haben wollen. Alles nur abergläubischer Unfug. Wollen sie mich zum Narren halten? Ich habe mich in meiner Kajüte eingeschlossen und gesagt, dass ich jeden erschießen werde, der versucht, sich Zutritt zu verschaffen. Und was macht meine Mannschaft? Sie singt. Sind sie denn alle verrückt geworden? Ich kann mich nicht konzentrieren. Seit Stunden singen sie und werden immer lauter. Ich verstehe langsam. Blut. Überall Blut. Sie ertränken mich in Blut. Okay, die sind da alle durchgedreht. Tschüss. Alle Hinweise gefunden. Ich habe alles, was ich wollte. Auf Wiedersehen. Es hat keinen Sinn, Freunde. Macht's gut. Tschüss. Ich suche das weiter. Ist mir egal. Alter. Kann ich jetzt vielleicht? Ja, super. Eine. Großzügig. Großzügig, wie das Spiel ist. So. Das Lochbuch haben wir. Jetzt müssen wir noch... Jetzt müssen wir noch die andere finden. Das andere Logbuch. Gucke ich gleich mal auf der Karte. Das haben wir. Dass ein Landstreicher eine Kiste verbrannt hatte, auf der Skylark stand. Für eine Patrone verriet ihm der Landstreicher, dass er sie unweit des alten Hafens in der Wharf Street zwischen der Tower Street und der Clam Bay Street im östlichen Teil des Bezirks Grimhaven Bay. Okay, östlicher Teil Grimhaven Bay. Wharf Street zwischen der Tower Street und der Clam Bay Street, Grimhaven Bay, südlicher Teil. Quatsch, östlicher Teil. Wharf Street. Östlicher Teil Grimhaven Bay. Hier. Hier. Ich bin momentan da oben. Okay, da kann ich gleich hinfahren. Weil hier kann ich eh nirgendwo hin schnell reisen. Das heißt, ich biege die nächste links ab und dann... Also die übernächste und dann nur noch geradeaus. Okay. Wir haben hier ein Problem, Alter. Dieses Quatsche von den Leuten. Und jeder sagt das Gleiche. Haben Sie ein Problem? Bin ich noch richtig? Ja. Ach ja. So, hier muss man rein. Schalte hier mal rechts und links die Augen offen nach Kisten. Nur ein paar Möbelstücke. Oh! Das sollte wohl ein Jumpscare sein. Huch. Ja, eigentlich nur geradeaus weiter. So. Speichern. Wunderbar. Immer weiter geradeaus. So, wir sind demnächst da. Ich gucke mal in die Fallmappe. Auf der Wharf Street zwischen der Tower Street und der Clam Bay Street. Tower und Clam Bay. Hier ist die Tower Street. Ach, hier. Okay. Das heißt, die nächste rechts rein. Uah! Die kriegen mich aber auch jedes Mal. Jo.
der macht Bauchmuskeltraining. Und hier lüften sie überall den Rock. Genau wie bei mir. Grimhaven Bay, Ost. Hier scheint ich noch nicht gewesen zu sein. Ja, und hier ist direkt ein Schnellreisemöglichkeit. Die hätte ich schon längst freischalten können, aber ich war hier noch nicht. Okay, hier irgendwo. Das ist unweit des alten Hafens. Im östlichen Teil des Bezirks befunden. Die Kiste könnte lediglich angeschwemmt worden sein, aber zumindest habe ich einen Ausgangspunkt für meine Ermittlungen. Okay. Aber hier ist doch nirgendwo. Das muss ja dann hier irgendwo sein. Bitte? Oh. Aha. Jemand entlädt die Skylark. Vielleicht haben die Kerle auch das Logbuch. Es geht. Prima. So, mein Junge, das kann ich auch. Alter, ich hab kaum noch Leben. Es Jemand ist unfassbar. Jemand entlädt die Skylark. Vielleicht haben die Kerle auch das Logbuch. Vor allem, ich bin da einfach nur rein und der hat mich instant abgeknallt. Oh Gott. Was für ein Rock. Was für ein Rock? Was macht die denn? Okay, die haut einfach ab. Sehr gut. So, meine Freunde, alle raus hier. Alle raus hier. Was haben wir hier? Tunnelhüsen, Schießbrüder. Verpisst euch. So. Hä? Wer will noch was? Willst du noch was? Muss ich echt meinem... Ich bin gleich tot, verdammt nochmal. Muss ich jetzt echt meine gute Munition hier an die Leute verschwenden? Es ist doch nicht zu fassen. So. Wer bist du? War so klar. Alter, ich hab keine Muni mehr. Hör, nein, nicht die Kamera! In den Kopf! Alter, ich hab absolut keine Muni mehr. Hier habe ich noch ein paar Schuss. Ich brauche unbedingt Alkohol. Metallteile. Alter! Logbuch der Skylark. Ich habe die Kisten mit Maschinenteilen aufs Schiff bringen lassen. Die Ingenieure sind mir nicht ganz geheuer. Sie sehen eher wie Gangster aus. Das Wetter wird immer schlechter. Wir sind überladen und werden Oakmont nicht erreichen, bevor das Unwetter mit voller Härte zuschlägt. Ich gab den Seemännern den Befehl, die Ladung zu sichern. Diese Bastarde haben das Feuer und auf die Mannschaft eröffnet. Jetzt sind wir dem Untergang geweiht. Wie sollen wir das Unwetter mit lauter Verletzten an Bord überstehen? Kaui, rette uns! Tja. Alle Hinweise gefunden. So, gibt's hier noch irgendwas zu mitnehmen, bitte? Eine Kiste oder so? Da gibt's noch was. Oh, wunderbar. Hier. Stoff. Mhm. Metallteile. Okay, ich bastel mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Muni. Für die Schrot. Hier ein Schuss, Alter, das gibt's noch nicht. Handgranate, ja, stellen wir uns mal her. Dass das Inventar mal wieder ein bisschen leer wird, das kann ich mir leider nicht herstellen. Und das war's auch schon. Ja. Ein fetter Krebs oder so. Ich will doch nur Alkohol. Ich will doch nur Alkohol. Nein, es soll nicht sein. Geh da hoch, du Schwein. Hallo. Gehst du da bitte? Kletterst du hier bitte hoch? Ne. Ja, super, wie komme ich da jetzt wieder runter?
komme ich jetzt... Hallo, kletterst du bitte da hoch? Wenn ich hier reinspringe, bin ich tot. Er klettert nicht da hoch. Ist das zu fassen? Warum ist dieses Spiel so verbuggt? Keine Chance. Ich muss sterben, oder? Jetzt komme ich hier wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Hier klettert er. Der geht da nicht hoch. Das ist doch nicht dein Ernst. Alles klar, Freunde. Ob ich hier jetzt rauskomme. Wenn ich Glück habe, kommt er hier raus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, Alter, der kann nicht mal über so eine Kante rübergehen. Geht nicht! Es geht nicht! So, ich will jetzt nur noch einen Schnellreisepunkt und dann will ich die scheiß Logbücher abgeben. So, hier. Wo war das? Das war doch hier beim Hafen. Alter. Und dann will ich ein neues Outfit. Fred Weiss von der IOD, den Professor Dorf verschleppt hat. So. Hier haben Bitte Sie schön. Das Logbuch der Skylark. Die Männer, die das Schiff entladen haben, waren nicht sonderlich erfreut, mich zu sehen. Entladen? Wollen Sie damit sagen, dass die Fracht das Unwetter unbeschadet überstanden hat? Da waren Kisten und bewaffnete Wachen. Vermutlich eine Bande hier aus der Stadt. Ich habe mich um die Kerle gekümmert, aber vielleicht sollten Sie dem Schiff lieber fernbleiben. Aber was ist mit der Ladung? Sie ist ein kleines Vermögen wert. Na, vielleicht haben Sie recht. Lieber auf den Profit verzichten, als im Gefängnis zu landen. Eine kluge Entscheidung. So. Hier, das Logbuch der Red Queen. Ich rate Ihnen, es besser nicht zu lesen. So schlimm? Mich interessiert nur die letzte Seite. Ist sie noch im Logbuch und lesbar? Ja, alle Seiten sind unversehrt. Sehr gut. Hier, wie versprochen, Ihre Belohnung, Mr. Reed. Da Sie nun alle Logbücher haben, können Sie mir vielleicht sagen, warum Sie ihnen so wichtig sind. Warum wollten Sie sie unbedingt haben? Ich schätze, Sie haben sich mein Vertrauen redlich verdient. Als ich mal hier in der Kneipe war, fiel mir im Suff eine brillante Geschäftsidee ein. Wir alle wissen um die stimulierende Wirkung des Alkohols für den Geist. Und wie lautete diese Geschäftsidee? Für ein paar Patronen habe ich verschollene Schiffe ihren Besitzern abgekauft. Das Datum in den Kaufverträgen stimmt nicht ganz. Aber wer kann das schon beweisen? Klingt eher nach einer sinnlosen Schnapsidee als nach einer brillanten Geschäftsidee. Irrtum, mein Freund. Die Logbücher werden mir bei den Versicherungen einen Batzen Geld einbringen, sobald ich zurück in Boston bin. Sie müssen die Logbücher als Beweis anerkennen. Nicht schlecht, Vince. Ein helles Köpfchen wie Sie kann es weit bringen. Ach, ich halte einfach nur immer die Augen nach neuen Gelegenheiten offen. Wenn Sie mal in Boston sind, geht die erste Runde auf mich. Alles Gute, mein Freund. Merke ich mir. Dankeschön. Man sieht sich. Voll abgeschlossen. Ein Wissenspunkt. Wunderbar. Kleidung freigeschaltet. Frischer. Fischer. Wunderbar, Freunde. Ich würde sagen, wir können uns eigentlich direkt mal umkleiden gehen. Ich will nur kurz gucken. So, jetzt haben wir noch Überstunden. Genau, das müssen wir auch noch machen. Da müssen wir aber eh ins Seven Oak und das müssen wir ja durch den Hauptfall eh. Das bedeutet, wir könnten jetzt eigentlich erst einmal... Wo waren das Seven Oaks überhaupt? War das hier? Ja, hier war das, da können wir auch schnell hinreisen. Ich will jetzt nochmal schnell ins Hotel, das ist hier. Mensch, da können wir überall schnell hinreisen, das trifft sich ja ganz formidabel. So, ja, so, einmal hier hin. Gleich mal das neue Outfit anprobieren. Bin ich ja gespannt. Ach ja, mein Hotel.
Guten Tag. Hoffentlich kommt das nicht aus meinem Zimmer. So, wo steht denn mein eigener Name? Charles Reed. Da fühlt man sich glatt ein bisschen wie zu Hause. Ich vermisse Boston schon. Das sagt er auch immer, wenn er herkommt. So. Erste-Hilfe-Set. Ein Träumchen. Das ist ja schon mal ganz gut. Hier liegt noch meine Hundemarke. Nie wieder, hoffe ich. Da sind meine Jungs. Mein... Egal wie viel von der Medizin ich nehme, die Visionen hören einfach nicht auf. Mein Medizinchen. So. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Vishivanka? Das habe ich schon freigeschalten? So, Kultist kommt mit dem DLC. Hatten wir an. Vishivanka muss ich auch mal probieren. Fischer. Da falle ich wahrscheinlich in der Stadt nicht weiter auf. Mann der Wissenschaft. Spüre im Nebenfall Ruhe in Frieden. Alle Leichen vom Friedhof auf. Okay, das wird wahrscheinlich noch kommen. Königsrobe. Freigeschaltet im Lauf der Geschichte. Das sieht so ein bisschen aus wie die Kleidung von dem Johann, den wir ganz am Anfang getroffen haben. Gangster freigeschaltet im Laufe der Geschichte. Neuankömmling, Mantel. Ich glaube, wir haben nur noch das hier im Nebenfall. Und das hier im Nebenfall. Und Überstunden geben wir jetzt gleich ab. So, jetzt ist die Frage, mache ich jetzt Fischer oder Vishivanka? Mach erstmal Fischer. So, schick. Wir fallen nicht mehr auf. Oh, der Giftakademiker. Die Universität von Oakmont hat einen ihrer angesehensten Lehrer verloren. Wie sich herausstellte, hat Dr. George Cavendish, Professor für Biochemie an der medizinischen Fakultät, mehrere Tote auf dem Gewissen. In den letzten Tagen vergiftete er mehrere Personen und sorgte damit in der akademischen Welt für große Bestürzung. Während einige seiner Kollegen einräumten, dass ein leidenschaftlicher Mensch wie er zu allem fähig sei, beschrieben ihn andere als brillanten Wissenschaftler und redlichen Bürger. Seine Ex-Frau Anna Little zeigt sich ob der Neuigkeit sichtlich erleichtert. Endlich weiß die Welt, was für ein Mensch er wirklich ist. Ich bin froh, dass der gute Ruf des EOD wiederhergestellt ist. Diese blöde Zippe hat mich in den Hinterhalt gelockt. Ich werde den ganzen EOD auslöschen, liebe Freunde. Aber dass er das trotzdem gemacht hat, ich meine, wir konnten ihm doch helfen. Und wir konnten ihn verraten. Naja. So, wir reisen jetzt erstmal hier zur Bar. Hier ist er. Schwuppdiwupp. Da treffen wir uns mit dem Polizisten. Vielleicht ist dann der Nebenfall auch schon abgeschlossen. Wäre natürlich cool. So, zum Fortfahren beliebige Taste. Wo ist das Seven Oaks? Da. Hinein mit uns. Guten Tag. Hier. Ich habe Ihren Kurier gefunden. Ich sag's nur ungern, aber er ist tot. Jemandem hat es nicht gepasst, dass er mit den Bullen geredet hat. Und die Sache ist dann ziemlich übel ausgegangen. Was? Oh, Kauil, ich bin ein toter Mann. Er könnte denken, dass ich was damit zu tun habe. Er? Wen meinen Sie damit? Den Boss. Mir egal, sagen Sie mir, was ich wissen will. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nee, ich komm schon klar. Nee. Ein Tipp für Sie. Nur der Boss und niemand sonst kann jemand von ihr wegschaffen. Also, verscherzen Sie es sich nicht mit ihm. Vera, Neuankömmling. Hier haben Sie einen Zettel, auf dem steht, was Sie tun müssen. Mehr kann ich Ihnen nicht helfen. Okay, danke. So. Hier haben Sie Ihr Wasser des Lebens. Psst, nicht so laut, Kumpel. Keine schlechte Ware, Neuankömmling. Sie verdienen eine Belohnung. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Neuer Hinweis für Gedankenspielerkiste mit Whiskyflaschen, Instruktionen des Barkeepers. Okay. Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Jo, natürlich. So, Meister. Dieser Rock, der immer rumzappelt, ey. So. Ich habe die Fotos gemacht. Wie sieht es mit Ihrer Gegenleistung aus? Ausgezeichnet, danke. Alter, die Augen. Hier, für Sie. Einige der Tatorte haben einen schrecklichen Anblick geboten.
Ich hoffe, Sie finden den Mörder. Das hoffe ich auch, Reed. Das können Sie mir glauben. So. Ich weiß, warum Sie den Fall unbedingt zum Abschluss bringen wollen. Ich habe Hinweise in Beckers Haus gefunden. Sie standen sich ziemlich nahe, habe ich recht? Wie können Sie es wagen? Er war ein ganz besonderer Mensch. Ein Mensch, wie man ihn nur einmal im Leben trifft. Er hat mich verstanden. Ich werde den Mörder finden. Mein Beileid, Sam. Keine Sorge, ich bin Privatdetektiv. Mit Betonung auf dem Wort privat. Danke, Charles. Ich weiß Ihre Diskretion zu schätzen. Ja, also ich glaube, in Oakmont hat man es auch als Schwuler, als homosexueller Mensch nicht so leicht. Zwischen den Morden muss ein Zusammenhang bestehen. An jedem Tatort fand ich eine dieser Karten. Mitgliedsausweise eines Fotografieclubs? Und jedes Opfer hatte einen? Ja, hier könnten Sie bei Ihren Ermittlungen ansetzen. Danke, Reed. Ich wusste, Sie würden etwas finden. Ich werde diesem Club wohl einen Besuch abstatten müssen. Vielleicht hatte dort jemand Ärger mit den Opfern. Das kann Passen sein. Sie auf sich auf. Überstunden, Fall abgeschlossen. Mehr kann nicht getragen werden, super. Kleidung freigeschaltet. Polizist! Haben wir gleich die nächste Kleidung freigeschaltet. Wunderbar. Okay, dann haben wir das also abgeschaltet. So. Gut, dann gucke ich gleich mal, ob ich mir vielleicht jetzt schon wieder... Oh, krass. Ich habe 4? Nice. Oh, und Munition bekommen. Sehr gut. So, das machen wir gleich mal voll. Oh, schön. Ich bin wieder voll ausgerastet. So. Gesammeltes. Hier sind ein paar neue Sachen. Der Giftakademiker, genau. Da haben wir das gelesen. So, Familienbande. Wir haben jetzt aktuell nur noch den Fall. Und Gedankenspiele. Ein Mann im Rollstuhl ließ den Kurier wegen seines Verrats lebend verbrennen, um ein Exempel zu statuieren. Okay, da fehlt uns noch das Gegenstück. Ich hatte doch auf der Karte, es gab jetzt keinen Ort ohne Hinweise mehr, ne? Ja. So, da hatten wir auch alles. Letzter Zielort des Kuriers. Alle Hinweise gefunden. So, dann können wir jetzt eigentlich in Fallmappe. Treffpunkt. Instruktion des Barkeepers. In einer Gasse in der Windmill Avenue zwischen der Octopus Avenue und der Skipper Road im südlichen Teil des Bezirks Salvation Haven. Frage: Was machst du, wenn du einen Hund siehst? Antwort: Töten, weil er Tollwut hat. Okay, das könnte vielleicht ein Code sein, den ich dann... Ein Passwort, das ich dann sagen muss. In einer Gasse in der Windmill Avenue zwischen der... zwischen der Octopus Avenue und der Skipper Road. Südlicher Teil des Bezirks Salvation Haven. Ist die Octopus Avenue. Und die Windmill Avenue. Das muss ja dann hier sein, ne? Genau. Da platzieren wir uns gleich mal was. Ich habe leider... Oh, na gut, hier kann ich schnell reisen. Doch, da soll... Upsala! Den Powerblick wieder am Start. So. Ich würde sagen, da reisen wir mal schnell hin. Scheißen wir mal schnell hin. Und schwuppdiwupp sind wir da auch ganz fix. Da müssen wir hin. Krass, es geht voran, Freunde. Es geht voran. Wunderbärchen. Wunderbärchen. So. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich genau in die andere Richtung. Mit dem Boot rüber. Und dann rechts. Nein, nicht lang. Hä, oder? Nein, da nicht lang. Krass, dann gibt es ja jetzt, glaube ich, nur noch einen Nebenfall. Oder?
So. Boom. Zack, hier alles zur Seite schubsen. So, ich falle nicht weiter auf hier unter den Leuten. Haben Sie ein Problem? Nein, ich habe kein Problem. Ich sehe doch aus wie ihr. Warum quatschst du mich an? So, Karte. Ja, hier in irgendeiner Nebengasse. Hier vielleicht schon? Hey, Kumpel. Was machst du, wenn du einen Hund siehst? Streicheln oder wegtreten? Töten, weil er Tollwut hat. Streicheln, wegtreten, ich muss mit eurem Boss reden. Töten, weil er Tollwut hat. Recht hast du. Du bist neu hier, oder? Komm mit. Ich traue euch nicht, ich gehe alleine, ich folge euch. Ich will keinen Streit anzetteln. Bringt deswegen mich zu eurem Boss. Treffpunkt der Schmuggler. Alle Hinweise gefunden. Oh. Gut, Freunde, ich würde sagen, das hier ist eine gute Stelle, wo wir die Aufnahme beenden können. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann, wo es weitergeht. Es ist gerade sehr spannend, liebe Freunde. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich danke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal kostenlos und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.